Das Internet kocht, wir müssen reden. Heute sprechen wir mal über Henrik Stoltenberg. Da hat sich eine ziemlich heftige Situation ergeben. Vielleicht hat die eine oder andere Person das schon mitbekommen. Aber der wurde jetzt verurteilt und wegen wirklich sehr, sehr ernsten Sachen. Er hat jetzt auch eine Strafe von 15.000 Euro, die er abzahlen muss. Ich finde das immer sehr spannend, wie so Urteile ausfallen. Weil teilweise habe ich das Gefühl, dass so Leute wirklich irgendwelche Dinge verbrechen, ja, die gut, ja, gegen das Gesetz, bla bla bla, finde ich dann nicht so schlimm und plötzlich müssen sie 20.000 Euro zahlen oder kommen sogar irgendwie für 4 Monate ins Gefängnis oder was auch immer. Und dann haben wir so super ernste Verurteilungen, wie er jetzt zum Beispiel, unter anderem wegen Volksverhetzung. Das ist keine Kleinigkeit, da können wir uns, glaube ich, alle einig sein. Und auch noch eine Geldstrafe, die halt, ich denke, wahrscheinlich nicht mal eine Gage für eine Sendungsteilnahme ist. Also ich könnte mir das nicht vorstellen, dass er da so wenig bekommt. Und ich meine, er ist ja aus gutem Hause. Papa regelt sich ja auch. Denn, wie wir wissen, er wird ja auch immer als der Politiker-Enkel bezeichnet. Kommt er ja aus einer Politdynastie, sage ich jetzt mal. Aber bei vielen Dynastien, ne, ist es ja mehr Schein als Sein. Im Zeitalter von Instagram ist es aber so, dass sich natürlich alles sehr viel schlechter verbergen lässt. Sein Großvater ist Gerhard Stoltenberg, der damals unter Helmut Kohl, ich glaube, Verteidigungsminister war. Der ist, glaube ich, von der CDU oder so gewesen. Der war auch auf Landesebene irgendwas und er war auch Finanzminister und so. Also durchaus ein ernstzunehmender Politiker. Henrik ist jetzt nicht unbedingt deswegen bekannt geworden. Er ist ja dann bekannt geworden, weil er bei Love Island war. Er war dann zum Beispiel auch bei Promis unter Palmen. Und er war eben auch, und darauf will ich später nochmal zurückkommen, weil es geht noch ein paar andere Sachen, bei Temptation Island VIP, damals mit Paulina. Und da war doch dieses Ding, das irgendwie spekuliert wurde. Er ist mit irgendeiner Frau im Busch verschwunden und hat sich dort oral verschnabulieren lassen. Und Pauline hatte das dann damals gesehen oder mitbekommen, dachte, er geht ihr fremd. Ich weiß nicht, ob das bis heute irgendwie mal richtig aufgeklärt wurde und hat sich daraufhin irgendwelchen Typen an den Hals geschmissen. Das hat er dann gesehen und hat dann unter Tränen die Sendung abgebrochen und dann sind die beiden aus Temptation Island rausgeflogen. Und mit ihr gab es ja auch schon einige Vorfälle. Vorstrafen werden hier übrigens dann auch in dem Artikel erwähnt. Jetzt kommen wir aber mal zu den aktuellen Ereignissen, warum genau er verurteilt wurde. Also einmal geht es um einen Vorfall am 9. Juli 2022. So berichtet Bild nämlich, dass er nachts um 1 Uhr morgens lauthals haha, ne, diese Parole aus dem Fenster seiner Kölner Wohnung grölte und Polizisten damals dann eben seine Personalien aufnahmen. Also das ist wirklich richtig krass. Einfach mal das Melanie-Müller-Paket. Kein Einzelvorfall, wie es scheint, denn nur 4 Wochen später randalierte Stoltenberg gegen 5.20 Uhr, warf Baustellenschilder um. Und dann, als Polizisten ihn stoppten, schrie er, Scheiß K-Wörter, man müsste den allen den Hals abschneiden. Also wer sich dann bei dem ersten Ding noch mit so hahaha, dumme Jungs-Scherze, was ich ja nur eine Mutprobe oder irgendwie so einer Kacke rausreden will, so erstens, warum ist das eine Mutprobe, okay, ich muss ja zugeben, ich war als kleiner, unreifer Jüngling auch irgendwie ziemlich blöd unterwegs und dachte, dass Sachen lustig sind, die definitiv nicht lustig sind, aber das war 2022, okay, das war letztes Jahr. Er ist alt genug, um zu wissen, dass das keine Kleinigkeit ist, sowas zu rufen und dass das in Deutschland auch verboten ist. Und dann aber 4 Wochen später nur diese Aussage von ihm. Und ich meine, wie überzeugt muss man auch noch davon sein, dass diese Aussage okay ist, um das Polizisten gegenüber sogar noch zu äußern? Es ist ja nicht mal so, als hätte er das irgendwo in einem Streit gerufen und man würde da ja schon sagen, so Alter, geht's noch? Nee, anscheinend war er so comfortable in der ganzen Scheiße, dass er selbst vor Polizisten so eine Äußerung getätigt hatte. Nun, jetzt musste er sich am Mittwoch vor dem Kölner Amtsgericht wegen Volksverhetzung und Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole verantworten. Und da kommt es nochmal zu einem Zitat, das nochmal eine ziemliche Hochnäsigkeit zeigt. Ein Polizist sagte aus, dass der Politiker-Enkel sich geweigert habe, seinen Ausweis zu zeigen. Er sagte zu uns, dass man ihn kennen muss und er sich deswegen nicht auszuweisen brauche. Seine Erklärung für alles vor Gericht war dann, ich war in den beiden Tagen stark angetrunken, bin aber kein Rassist, das Ganze tut mir jetzt leid. Ich werde euch den Artikel auf jeden Fall mal unten verlinken. Er hat, wie viele Outlets berichten, 15.000 Euro jetzt an Strafe zahlen müssen. Was ich interessant finde, ist, dass am Ende dann erwähnt wird, dass er zuvor bereits verurteilt wurde, denn einmal ging es um Körperverletzung, dann ging es um versuchte Nötigung und dann ging es außerdem auch noch um Betrug. Also ein ziemlicher Lebemann, nenne ich es jetzt mal freundlich. Und die erste der vorherigen 3 Verurteilungen hat dann etwas bei mir ausgelöst und dann ist mir eingefallen, da gab es doch was. Und dann habe ich mal nachgeschaut und Tatsache, es gab doch damals dieses ganze Statement von Paulina über ihn, in dem sie, ich glaube, fast 20 Minuten lang
unter Tränen über ihn gesprochen hat und was da alles scheinbar zwischen denen vorgefallen sei. Sie meinte doch zum Beispiel, dass er in ihre Wohnung rein ist, während sie nicht da war, um da irgendwie zu feiern, was mit anderen Frauen zu haben, dass er ihren Hund vor der Wohnungstür ausgesperrt hat, um da drin was auch immer zu veranstalten. Aber an einem Punkt hat sie dann sogar gesagt, er hätte sie dann gegen eine Wand geschlagen und lauter solche Sachen. By the way, Kommentare seinerseits zu dem Ganzen blieben aus. Also es gibt auf jeden Fall eine längere Vorgeschichte negativen Verhaltens, was ihn angeht, die sich anscheinend bis heute zu ziehen. Was heißt anscheinend? Die sich offensichtlich bis heute zieht. Ich meine, die Verurteilung ist von Mittwoch. Was ich halt auch spannend finde, ist, dass Leute teilweise in Kommentaren dann unter Beiträgen auf Instagram von Promiflash und Co. meinen so, ach, das glauben sie nicht und da denke ich mir so, Leute, das ist nicht, etwas wird ihm vorgeworfen, er ist wortwörtlich dafür verurteilt worden. Das ist keine Geschichte von, ich glaube jemandem was, das ist einfach so. RTL hat jetzt auch ein Statement gepostet und die Sendung The Real Life hat auch ein Statement zusammen mit RTL Plus gepostet, in dem es eben darum geht, dass man ihn dort nicht weiter ausstrahlen wird und dass die Episoden mit ihm jetzt nicht weiter veröffentlicht werden. Und RTL Plus meinte dererseits, dass eben auch alte Sendungen mit ihm offline genommen werden. So lautet es im Statement. Weder die Vorwürfe gegen Henrik Stoltenberg noch der Gerichtstermin waren uns bis zur aktuellen Berichterstattung bekannt. RTL Plus und Filmpool legen großen Wert auf Fairness und Toleranz und wir distanzieren uns in aller Form von diskriminierenden oder beleidigenden Äußerungen. Aus diesem Grunde haben wir den aktuellen Dreh mit Henrik Stoltenberg sofort abgebrochen. Außerdem haben wir entschieden, alle Folgen von The Real Life, Hashtag NoFilter, Love Island und Temptation Island VIP, in denen Henrik Stoltenberg mitwirkt, auf RTL Plus zu entfernen. Es gab auch schon von einigen Leuten, die eben um ihn rum sind oder in Sendungen mit ihm sind oder waren, ein paar Äußerungen dazu. So meinte Melody zum Beispiel, alle gesendeten Folgen und bereits abgedrehtes Material mit Henrik wird nicht mehr gesendet. Ich wünsche Henrik, dass er bereit ist, die Hilfe anzunehmen, die er braucht. Die nächste Person, die sich dazu geäußert hat, war Aurelia Lamprecht. Sie hat ihren Frust ein bisschen geäußert, dass nämlich jetzt auch natürlich eine Sendung, in der sie mit ihm zusammen war, offline genommen wurde. Ich muss mich jetzt erstmal beruhigen. Ich bin mega schockiert. Also ich habe das schon gestern alles mitbekommen bezüglich der Volksverhetzung und alles, was da veröffentlicht wurde mit diesem ganzen Gerichtsurteil. Das war ja auch schon wieder eine Weile her, das wurde ja jetzt erst veröffentlicht. Aber dass unsere Staffel jetzt abgesetzt wird, weil dieser Mensch sich nicht unter Kontrolle hat. Ich weiß, dass das wichtig ist, dass er nirgendwo mehr zu sehen ist, aber es macht mich einfach sauer, weil wir alle jetzt darunter leiden müssen, dass jemand sich nicht unter Kontrolle hat. Und es ist nicht das erste Mal. Ich weiß nicht, ich verstehe das einfach nicht. Es macht mich so sauer. Es ist auch jetzt schon weg. Also es ist auch weg. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, warum mich das so traurig macht, aber stellt euch mal vor, ihr geht 3 Wochen durch die Hölle und dann habt ihr nicht mal mehr was davon, weil es einfach gelöscht ist. Das ist... war davor schon wegen Körperverletzung, Nötigung angeklagt. Das sind alles so Sachen. Das Schlimmste daran, das ist ja schon schlimm, diese Sachen davor waren schon bekannt. Und es gab einfach immer noch Leute, die mit ihm gut waren, die das alle anscheinend nicht interessiert haben. Habe ich ja auch jetzt an Fasching gesehen, wie viele mit ihm waren und so. Das juckt die einfach alle nicht. Es ist einfach diese Instagram-Scheiße, die mich so aufregt. Egal, was ein Mensch macht, das interessiert die Leute nicht. Hauptsache, sie sind mit dieser Person zu sehen. Das finde ich nicht normal. Auch unter diesem Promi-Flash-Beitrag schreibt jemand, ja, so kenne ich ihn aber nicht. Es geht um Volksverhetzung. Oh mein, ich bin durch. Ja, was denkt ihr denn zu dem Ganzen? Schreibt mir eure Meinung dann unten in die Kommentare. Ich werde gleich darunter kommen und ganz genau nachschauen, ob ihr das auch wirklich getan habt. Versuchen wir uns alle ein bisschen zusammenzureißen. Und was natürlich gar nicht klar geht, ist jetzt diese Art von Äußerung auf irgendeine Art und Weise zu verteidigen. Ich finde nicht, dass RTL übertreibt. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass sie da harte Kante zeigen und sagen so, nee, damit wollen wir nichts zu tun haben, weil das ist auch etwas, was nicht okay ist. Gut, so viel dazu. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Bye.